Inmitten des Industriedenkmals Zeche Zollverein in Essen befindet sich die weltgrößte Ausstellung für aktuelles Design. Das Red Dot Design Museum. Als Aushängeschild des UNESCO-Welterbes Zollverein dokumentiert das Red Dot Design Museum ein bedeutendes Beispiel für gelungenen Strukturwandel im Ruhrgebiet. Auf einer Fläche von mehr als 4000 Quadratmetern werden Exponate zeitgenössischen Produktdesigns ausgestellt. Hauptsächlich handelt es sich um Gegenstände des täglichen Gebrauchs. Alle ausgestellten Objekte sind Träger des Red Dot Design Award. Professor Dr. Peter Seetz ist Initiator dieser weltweit wichtigsten Aufzeichnung für Design. Als ich anfing, 1991 bin ich nach Essen gekommen, da war das alles eine relativ kleine Veranstaltung damals und ich habe gedacht, man muss das Beste draus machen. Aber dass das eines Tages mal der Wettbewerb weltweit würde, der also zu dieser Bedeutung gekommen ist, das habe ich nie, nicht mal im Traum geglaubt. Also, weil es auch damals natürlich schon andere Wettbewerbe gab, die viel bedeutender waren als wir und wir sind sozusagen aus dem Nichts heraus gestartet. Aber mit großem Engagement und mit viel Enthusiasmus und Herzblut ist es uns gelungen, dass die Menschen und die Unternehmen an uns geglaubt haben und dass sie gesehen haben, dass es hier um eine seriöse Auszeichnung geht, die auch den Einzelnen, der diese Auszeichnung bekommt, weiterbringt. Red Dot steht also für mehr als nur einen Designwettbewerb. Als Designförderer trägt er den Designgedanken um die Welt. Der Red Dot Design Award wird von einer internationalen Jury aus Fachkundigen an die Arbeiten verliehen, die eine herausragende Designqualität aufweisen. Red Dot feiert 2015 sein 15-jähriges Jubiläum und steht heute für die Zugehörigkeit zu den Besten in Design und Business weltweit. Die Ursprünge des Red Dot Award reichen sogar 60 Jahre zurück. Professor Dr. Peter Seetz zeigt uns den Qualitätsgedanken an einem Beispiel für preisgekröntes Produktdesign. Das Auffälligste an diesem Fahrrad ist zunächst natürlich die besondere Farbgebung. Hier dieses signalfarbene Orange sieht natürlich ästhetisch sehr ansprechend auf, fällt sofort ins Auge. Und hat damit natürlich auch eine Funktion, nämlich eine Sicherheitsfunktion. Das Fahrrad wird von der Seite erkannt und es wird von hinten erkannt. Darüber hinaus, nächste Auffälligkeit, ist die besondere Linienführung hier des Fahrradrahmens, der aus einem Guss entstanden ist und keinerlei Schweißnähte aufweist, also keine Verbindungen aufweist und damit natürlich sehr elegant und edel aussieht. Also dieses Fahrrad ist ein echtes Statement und derjenige, der damit durch die Stadt fährt, der hat Designbewusstsein bewiesen. Seit 1997 befindet sich das Museum im Kesselhaus des Geländes. Dieses wurde von Star-Architekt Sir Norman Foster aufwendig und mit viel Gespür für die industriellen Räume des Steinkohlebergwerks umgebaut. Design begegnet uns in allen Lebenssituationen. Je nachdem, in welchem Bereich wir uns bewegen, spielen andere Kriterien eine vordergründige Rolle. Darüber hinaus ist es wichtig, dass wir eine sehr ausgewogene internationale Jury haben. Diese Jury ist auch unabhängig, weil wir darauf bestehen, dass keine Designer aus der Industrie eingeladen werden. Das sind bei uns alles unabhängige Designbüro-Mitarbeiter oder Designprofessoren oder sehr ausgewählte Designjournalisten, die hier jurieren. Und das eben sozusagen auch mit großem Enthusiasmus und mit großer Kompetenz geschieht. Designer und Hersteller können alljährlich ihre Arbeiten anmelden. Anders als bei anderen Designwettbewerben werden diese von den internationalen Experten ausprobiert und auf Produktqualität und Designmerkmale überprüft. 15 Jahre Red Dot. Für Professor Dr. Peter Seetz eine große persönliche Erfolgsgeschichte.